Ja, seit Montag hat der Kreis Groß-Gerau endlich einen Haushalt. Das heißt, die Genehmigung des Regierungspräsidenten vorausgesetzt, die aber in den nächsten Wochen kommen wird, können wir endlich wieder einigermaßen normal arbeiten. Wir sind in der Lage, die Schulbauinvestitionen engagiert fortzusetzen. Wir sind vor allen Dingen auch in der Lage, jetzt für den Ganztag die Kolleginnen und Kollegen einzustellen, die wir brauchen. Und das sind an unseren Grundschulen, Städten und Gemeinden an die 100 Menschen, die ab dem Sommer diesen Jahres dann auch wieder Kinder betreuen können. Und diese Kinderbetreuung wird dringend benötigt. Hinzu kommt, dass wir endlich auch in den Bereichen bei uns im Haus, die sehr publikumsensitiv sind, also im Ausländeramt oder aber auch in der Baubehörde, die Menschen einstellen können, um die Anträge der Bürgerinnen und Bürger wieder schneller bearbeiten zu können. Jeder Haushalt in einer Kommune, auch bei uns im Kreis, ist eine Belastung für die Menschen, weil sie vieles über ihre Steuern zahlen müssen, die vor Ort eingenommen werden. Das gilt für die Grundsteuer B. Das gilt aber auch für die Gewerbesteuer, weil viele Ausgaben nicht vom Bund finanziert werden. Und das gilt im Wesentlichen für die Sozialausgaben. Viele Sozialtransferleistungen werden von uns als Kreis für die Städte und Gemeinden bezahlt und übernommen. Und da wir die nicht vom Bund ersetzt bekommen, zahlen sie Städte und Gemeinden, also die Bürgerinnen und Bürger. Ja, ich glaube, dass 4 Punkte Kreisumlageerhöhung in die Zeit passen. Ich glaube, sie sind schmerzlich, aber vertretbar, weil auf der anderen Seite fließt dieses Geld ja an die Bürgerinnen und Bürger auch wieder zurück. Die kommenden Jahre stellen uns vor große Problemlagen. Der Kreis Groß-Gerau ist ein Wachstumskreis. Während in Deutschland die Bevölkerung um 0,4%, in Hessen um 1,6% steigt, sind es bei uns in der Region 8% mehr Menschen, die hier wohnen und arbeiten werden, die aber auch Kindergärten in Städten und Gemeinden und Schulen beim Kreis nachfragen werden. Wir müssen investieren. Wir müssen das Personal im Ganztag in der Schulsozialarbeit bereitstellen und letztendlich müssen wir auch im Haus selbst leistungsfähig sein für die vielen Aufgaben, die auf uns zukommen werden, beispielsweise im Bereich der sozialen Sicherung, der Ausländerbehörde oder der Wohngeldstelle. Und dies bedeutet letztendlich auch, dass wir dafür auch in den kommenden Jahren mehr Personal und mehr finanzielle Mittel brauchen. Deswegen setzen wir uns explizit dafür ein, dass der Bund diese Aufgabe stärker übernimmt und nicht alles an den Menschen bei uns in der Region hängen bleibt, weil das ist ungerecht.